Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu Thief. Nein, Quatsch. Zu einem Infovideo. Und zwar dem Infovideo zum Teststream. Und um das Ganze ein bisschen atmosphärischer zu gestalten, werde ich jetzt hier zu diesem Infovideo einfach eine Runde Thief zocken, beziehungsweise werde ich hier einfach so ein bisschen durch die Gegend laufen und euch währenddessen erklären, was ich euch erklären möchte. Der Teststream, das ist immer noch ein ziemlich schwieriges Wort, muss ich sagen, wird voraussichtlich morgen sein. Also heute ist Donnerstag, ich werde auch heute noch dieses Video hochladen, damit ihr das natürlich rechtzeitig seht. Und morgen werde ich dann den Stream ansetzen. Ich habe mir jetzt dieses Overwolf-Dönsens mal runtergeladen, beziehungsweise installiert. Hab mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt, hab mich da so ein bisschen durchgestöbert, hab das ein oder andere Feature installiert, mit dem ich vielleicht was anfangen kann. Und muss jetzt aber natürlich gucken, ob ich damit irgendwie klarkomme. Das werde ich dann in diesem Test machen. Und ich habe mir überlegt, dass ich für diesen Test ganz gerne doch so eine Art Moderator haben werden würde. Wisst ihr Bescheid? Haben wollen würde. Und zwar einfach aus dem Grund, damit ich überhaupt irgendwen habe. Komme ich jetzt überhaupt nochmal weg? Sieht gefährlich aus. Ich will das aber gar nicht. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter, ne? Ich glaube, ich kann hier runter. Wow! Das hat wehgetan. Das war alles geplant. Ich hätte da ganz gerne doch einen Moderator, damit ich wenigstens irgendwie so ein bisschen Kontakt zu irgendwem habe, der mir da was erklären kann. Da hat was geglitzert. Und ich hatte mir überlegt, dass ich gerne Captain Lucky fragen würde, ob der das denn morgen dann übernehmen könnte. Ich wollte das so gegen 18 Uhr ansetzen. Wenn ihm die Zeit nicht passt, kann ich das natürlich auch nochmal ändern. Und wenn wir das morgen dann tatsächlich hinbekommen, soweit, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise, dass das dann so funktioniert, dass es halt funktioniert, ihr wisst vielleicht ungefähr, was ich sagen will, dann könnte man das so machen, dass ich dann auch schon einen Termin festlegen kann für den ersten großen Thief-Stream. Das Ganze wird dann natürlich erst sein können, wenn ich auch mal wieder Frühdienst habe. Weil, wenn ich Spätdienst habe, bin ich halt nur morgens da. Das bringt euch nichts, bringt mir nichts. Weil dann streame ich irgendwie so gegen 10 Uhr morgens und das auch nur eine Stunde, weil ich muss um 12 Uhr schon wieder los. Und das bringt überhaupt nichts. Dementsprechend würde ich das dann wahrscheinlich an irgendeinem Tag, Wochenende oder so machen. Wenn ich denn dann wirklich mal Zeit habe. Und ja, dieser Termin muss dann aber natürlich noch festgelegt werden, wenn das Ganze denn dann jetzt funktioniert. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Teststream morgen, Freitag, den weiß nicht wievielten. da wird es dann auf jeden Fall den Test geben. Wie gesagt, am besten mit Captain Lucky als Moderator. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne zuschauen. Ihr könnt mir dann irgendwie, falls das mit dem Chat dann funktioniert, sollte auch gelegentlich ein paar Tipps in den Chat reinschreiben. Und ich brauche natürlich auch einen Chat, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Dementsprechend, wenn ihr zuschauen wollt, seid ihr gerne, gerne eingeladen. Ich werde jetzt nicht groß Thief spielen morgen schon, sondern wie gesagt, das soll ein Test werden. Ich werde es anzocken, werde dann versuchen, ob das Ganze funktioniert. Und ich wiederhole mich, ich merke das schon. Dementsprechend werde ich das Ganze jetzt hier mal kurz beenden. Ihr wisst Bescheid, morgen 18 Uhr wird sich wahrscheinlich auf meinem Kanal dann der erste Test befinden. Ja, nicht auf meinem Kanal, auf meinem Twitch. Link zu meinem Twitch unten in der Videobeschreibung. Schaut da morgen gerne vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao.